Let's go. Komm, dreh dich rum. War knapp. Er hat gesessen. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Kriegen wir auch so hin. Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Wunderbar. Ein Vorrat für die Jagd. Die Frage ist jetzt eher, wo ist die nächste Balliste? Wahrscheinlich dort. Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Meine Frage ist eher... Schon wieder? Ich hab doch nicht mal geschossen. So, wunderbar. Einfach mal alles voll machen. Super. So, Balliste. Next one. Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Das kriegen wir hin.
Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Oh, diesen scheiß Vögel. Och nee, ey. Lass mich raten, 2. Na, 2 geht ja noch. So, wunderbar. So, habe ich hier noch einen. Was brauche ich denn alles? Wie, nicht genügend Platz in deinem Trankbeutel. Ah, okay, verstehe. Ich habe theoretisch alles. Die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Na, dann komm her, Großer. Also das finde ich jetzt an sich gar nicht mal so schlimm. Finde ich ziemlich geil eigentlich. Mal hier so ein... Ding mal selbst zum Fall zu bringen. Tut mir echt leid, mein Großer. Aber wenn ich dich überbrücke, finde ich heraus, was ich reparieren muss. Bei meinem Stahl, das Glück ist mit den Tapferen. Wir haben einen von diesen Langhälsen entdeckt, wie wir auf den, Tablett serviert. Völlig allein in dieser leeren weiten Wüste. Rundas Ankerschleuder sind zu schwerfällig, um die kleinen Maschinen zu fangen. Aber dieses behämmerte große Vieh bewegt sich schön langsam. Wenn heute alles gut geht, plündern wir alles, was er hat, und verschwinden zurück ins Anrecht mit mehr Beute, als wir verkaufen können. Verstehe. Lass mich raten, da kommt doch auch gleich wieder was. Hat man jetzt super gehört. Also, 7 Uhr, sieht draußen aus, es wäre schon 10. Super. War aber kein großer, ne, dafür, dass wir so viel Stress mit dem hatten.
So, das Rebellenaußenposten machen wir jetzt noch. Vorher nochmal abspeichern für den Fall, dass irgendwas passieren sollte. Dieses Essen-Gedöns und allem drum und dran. Ich weiß nicht, das passt alles irgendwie nicht ins Gameplay rein. Vielleicht sind das ja die Sachen, weswegen ich mich ja mit diesen Maschinen so schwer struggle. Weil ich halt nicht alles direkt mitnehme. So wie, geh vorher in irgendein Dorf essen und versuch dann schnell ein paar Maschinen zu killen, weil ansonsten wird das nicht passen und hast du nicht gesehen. Deine Rebellen außenposten. Ich muss den Anführer finden und erledigen. Ein Feuerpfeil und der Kanister explodiert. Reiterpatrouillen. Toll. Natürlich haben wir Reiterpatrouillen. Weiß doch. Die nervigsten Gegner immer. Immer gespammt. Ich finde, es geht. Okay, Planänderung. Aua, du Lümmel. Ich hab keine Ahnung, was der jetzt gebracht hat. Man kann es übertreiben. Woher kommen die auf einmal her? Vielleicht hat der Anführer nachgedacht.
sowas hasse. Ich hasse Schüsse, denen man nicht ausweichen kann, weil sie einfach zu groß sind. Oder irgendwie nochmal Explosion machen. Ja! Herrlich! Die Schildkröte hat mich gerade so ein bisschen gerettet, finde ich. Wie kommt die denn so schnell hierher? Solche wandelnden Festungen, ey, ernsthaft. Das brauche ich. Natürlich, das Vieh lässt auch nicht locker, ne? Unter dem Turm ist eine Maschine eingesperrt. Wenn ich die Lue davor hochjage, kann ich sie befreien. Rebellen belästigen niemanden mehr. Gott sei Dank. Sie geben die Suche auf. Also diese Schildkröte, ne? Kann's übertreiben. Viel zu viel Infos, vor allem für einen Kampf. Ich kann mich halt nicht umsehen, solange der hier ist, und ich voll nicht treffe den auch nicht.
machst halt kaum Damage. Alter, warum hat der jetzt am Ende kein Damage mehr gefressen? Unfucking glaublich. Habe ich irgendeinen Fehler im Spiel oder was geht hier ab? Ich verstehe es halt nicht. Ich habe so das Gefühl, irgendwie war das. Gibt's keine Dingsbums. Kein Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Naja. Wahrscheinlich hätte man hier irgendwie kämpfen sollen. Vielleicht kann ich die Schildkröte herlocken. Fuck. Na, hallo. Wo war sie dann? Die war doch hier irgendwo in der Nähe. Erstmal an mich. Okay, da sind wieder die Viecher, aber hier war doch auch irgendwo eine Schildkröte, die wieder weitergegangen ist, was gar nicht so schlimm ist. Speichern wir mal ab. Man weiß ja schließlich nie. Staub, der von Wind herumgeht. Toll. Natürlich, das ging noch durch. Ja, natürlich. Macht ja noch vor allem so viel Damage. Wie ich das hasse.
Achso, der trifft ja mit. Trifft ja mit allem. Ist ja. Habe ich ja vergessen. Habe ich doch eh nicht. Hier los. Die Säure frisst sich durch die Rüstung. Natürlich, rauskommen, alles ausspucken. Ah, Mann. Dabei ist der Loot, den die halt loslassen, nicht mal wirklich super. Bei aller Liebe. Wenn es wenigstens lohnen würde, man daraus was machen könnte, aber... Habe ich mich jetzt verletzt, weil ich in diese Stacheln gelaufen bin, oder... Nee, Brandsturm. Das hasse ich ja wie die Pest. Kannst halt nicht mal Schaden machen.
komme doch eh gleich irgendwo raus. Ja, natürlich ein Eisfurz, der über die halbe Map geht. So, eh gleich wieder weg. Oh, fick doch deine Mutter ins Knie, du verfickter Gorilla-Ficker, ey. Es ist doch eine Last. Es ist so eine Last. Es macht doch keinen Spaß mehr. Die fünf Leute da, die ihr erreicht habt, weil ihr es toll fandet. Fickt euch, ey. Fickt euch einfach. Ernsthaft. Fickt euch ins Knie, ey. Unfucking glaublich. Boah, nee, ey. Next Game. Nicht von Gorilla. Horizon 3 könnt ihr euch in den Mund schmieren. Gut, bis zum nächsten Part. Schade, ich dachte, ich könnte mal was machen, aber Arsch lecken. Naja. Inkompetent Rilla Games, ne?